Der dreht's einfach. Wie machen das denn die anderen? Ich wollte gerade nochmal nach hinten gucken, das ist keine gute Idee gewesen. Boah, hin und her. Also das ist ja wirklich, also das muss ein Masochist gemacht haben. Habe ich kein DRS mehr? Warum habe ich dort ein Kreuz? Hä? Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Okay. Das wissen wir, aber das zu dem wird es nicht kommen heute. Definitiv nicht. Höchstens mich überholt jetzt einer und wir kommen, wie soll ich sagen, wir können in seinen Windschatten und dort davon profitieren. Das wird hinten dran hängen, dann hätten wir wahrscheinlich auch DRS. Ansonsten wird das definitiv eher eng. Jetzt kommt wieder diese unmögliche Kurve, wo ich komplett ins Schleudern komme. Gelbe Flagge. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Wir können hier den Hintermann ein bisschen auf Distanz halten, das gefällt mir. Ja, da ist einer langsamer geworden. Ja, okay, alles klar. Oh nee, nicht überholen. Oh, jetzt habe ich im Prinzip zu früh gebremst. Und da haut es mich fast schon wieder raus. Mann! Okay. Ich denke auch das Setting hier, was ich gewählt habe, das ist tatsächlich doch nicht so ideal. Da hätte man wohl etwas gutmütigeres wählen müssen, im Sinne von, dass man die Kurven besser hinkriegt. Weil ich sehe schon, ich komme nicht... Ich komme nicht vernünftig in die Kurven rein. Das sieht man. Oh, da, und da schleudert es halt wieder. Oh, come on. Sind die Reifen im Eimer? Nee, überhaupt nicht. Okay. Ja gut. Ist natürlich schon eine Sache für sich. Wie soll man ein Setting auswählen für eine Strecke, die man nicht kennt? Schwierig. Wir haben Sprit übrig. Du kannst mit Mischung 3 fahren, wenn du es brauchst. Mischung 3. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es brauche, weil so wie ich fahre, ob ich da noch unbedingt eine fette Benzinmischung brauche. Ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich gerade damit, mein Feld oder das Feld hinter mir aufzuholen. Ich gehe mal noch auf 50. Ich weiß auch nicht, irgendwie, da wird einem immer wieder empfohlen, dort auf die 50 zu gehen. Das mache ich auch mal. Wow, wir haben keine Chance. Wir kommen nicht hinterher. So, mal ein bisschen aggressiver fahren. Ja, ja, Verwarnung, okay. Wir wollen keine Plätze wegen einer Strafe verlieren. Nee, nee, wollen wir nicht. Woher wussten die denn alle schon wieder, was sie für ein Setting brauchen? Diese KI, diese KI. Und ich rutsche langsam vom Stuhl. Weil das Gaspedal doch sich auch noch bewegt. Das müsste nicht auch noch sein. Halt, jetzt hatte ich die ganze Zeit an. Och, ja. Ja, jetzt ist es aus. Jetzt habe ich noch das ERS im Prinzip geschreddert fast schon. Ja, wenn man hier ein cooles Setting hat und das wäre wahrscheinlich mindestens ja, 2 Stufen tiefer. Boah, seht ihr das? Ja, gut, eben. Ankommen, heile. Das muss das Ziel sein. Wir brauchen hier keine Punkte. Die holen wir. Dankeschön. Der andere schubst mich einfach. Oh, echt jetzt? Raikön war das. Besten Dank dafür, Kollege. Wir glauben,
dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? So, jetzt. Ist angekommen. Mach mal. Ich gucke, was wir machen. Runde 5 von 14, das heißt, oder wir heißen gelbe Reifen bekommen. Ja, würde nicht schaden. Denke ich mal, weil die Reifen hier. Warum starte ich eigentlich mit weißen, sehe ich gerade. Was ist eigentlich das? Na gut, ich habe es nicht selber eingestellt, aber ich finde es interessant. Warum startet man hier mit weißen? Ach, ich weiß warum. Weil wir weit hinten gestartet sind, das ist natürlich schlauer. Wo wir gar nicht groß schnell fahren können. Dafür haben wir jetzt dann die roten nach dem Boxenstopp und können im Prinzip jetzt den letzten Abschnitt dann mit Vorteilen fahren. Wobei, so wie ich fahre, es kommt nicht auf die Reifen an, es kommt nicht aufs Benzingemisch an. Da ist das Setting ist komplett. Oh, und das Setting ist schlecht und ich fahre schlecht und überhaupt. Und die Flügel sind kaputt. Oh, ich komme hier nicht mehr hinterher. Hilft nichts. Ich muss zack diesen hier. Ja, danke schön. Mach mal den Flügel noch heile. Auch wenn uns das nochmal ein paar Plätze kostet, aber vielleicht kann ich dann wieder besser fahren. Weil im Moment ist es gerade wirklich obermühsam. Weil das Auto überhaupt nicht mehr macht, was ich gerne hätte. Oh, wir kriegen DRS. Erstaunlich. So, und vor allem kann ich an der Box dann mein Gaspedal nochmal kurz ein bisschen ranziehen. Das kann auch nicht schaden. Ja, ich muss öfters dran denken, dass ich das ERS beenden muss. Nein! Ich wollte nur DRS haben. Dankeschön. Uff. Oh. Alles klar, wir gleichen den Winkel der Frontflügelflaps beim nächsten Boxenstopp aus. Nein, nicht hier rein. Ich habe doch keine Rückwärtsdingens. Oh, jetzt ging's aber. Hä? Habe ich jetzt doch wieder rückwärts? Also verstellt habe ich nichts. Ah, die Schwitze! Hochsommer Formel 1 aufnehmen, das war noch nie wirklich cool. Das wusste ich. Aber dann zu allem Elend noch eine Strecke, die ich komplett nicht beherrsche, die ich überhaupt nicht kann. Und die mir so gesehen auch wirklich keinen Spaß macht. Das ist ja logisch, weil das ist ein Gerudere. Das hat mit Formel 1 nichts zu tun. Vielleicht, wenn die Flügel wieder okay sind. Aber so kann ich hier nicht fahren. Das geht nicht. Ich müsste hier mal rüber. Aha, mein Rückwärts geht wieder. Okay. So, hier rein. Wir werden letzter, würde ich prophezeien. Aber nur, wenn wir es tatsächlich bis ins Ziel schaffen. Sonst werden wir auch nicht letzter. So, jetzt Gaspedal funktioniert wieder. Boah, ich bin patschnass. Es ist unmöglich. So, wir kriegen neue Reifen. Da werden andere auch noch an die Box müssen. Im Moment noch nicht. Ist denen wahrscheinlich noch zu früh. Oder waren sie schon? Ja, die haben eigentlich alle schon andere Reifen. Okay, Norris ist raus und wir haben Boxenstopp. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich jetzt in Ruhe das Rennen beenden können. Und zwar auf dem absolut letzten Platz. So, neuen Flügel haben wir. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe jo. Für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Okay, hier greift's wieder, hier kann ich wieder. So, oh ja, ich glaube, jetzt fährt sich's aber tatsächlich wieder besser. Jetzt bin ich gespannt hier vorne. Ja, jetzt, oh, das... Das war tatsächlich, ja, unter anderem halt natürlich auch der kaputte Flügel, der mich hier daran gehindert hat, irgendwie halbwegs vernünftig zu fahren. Jetzt geht's plötzlich wieder. Aber jetzt bringt's natürlich nicht mehr so viel. Weil die 15 Sekunden werden wir nicht mehr einholen. Das heißt, wir werden uns jetzt hier darauf konzentrieren können oder müssen, dass wir eine vernünftige, ja, wie soll ich sagen, nee, dass wir halt tatsächlich die Strecke ein bisschen kennenlernen. Viel mehr müssen wir nicht mehr machen. Okay, jetzt kommt aber doch noch einer in die Boxengasse. Ja, ERS ist schon wieder fast fertig. Da stelle ich mal wieder aus.
Ja, mit der Zeit weiß man, oder man kennt halt diese Links-Rechts-Kombination, dann kann man sie ganz anders fahren. Und es ist halt auch, ja, auch wenn ich es jetzt nochmal zum x-ten Mal sage, aber dass die Flügel natürlich kaputt waren, auf so einer Strecke ist das natürlich ein Super-GAU, mehr oder weniger. Da kann man überhaupt nicht mehr vernünftig lenken. Ich merke, wie das jetzt schon x-fach besser geht wie vorher. Wo ist denn unser Teamkollege? Ist der besser als wir? Da kommt gerade Kollege Rassel raus. Und haut auch schon wieder ab. So, ich habe hier ein Durcheinander mit meinen Knöpfen. Kann das bitte wieder weg? Dankeschön. Wir liegen hinten. Letzter Platz. Russell vor dir. Ja. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Noch. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Noch 7 Runden. Jo. Jetzt hatte ich sie wieder an hier. Das ist natürlich blöd. Ich habe immer noch die fette Mischung. Das passt aber. Man sieht auf der Geraden, wir kämen hier im Prinzip an Russell ran. Oh, ich hätte noch DRS. Zu spät gemerkt. Wie die alle viel besser klarkommen mit der Strecke, aber das ist klar, die KI lernt. Entschuldigung, ich bin auch verschlucken. Den wurde natürlich eingeimpft, wie sie die Strecke fahren müssen. Ja, wir kommen auch wieder ein bisschen dran, man sieht's. Vielleicht können wir wenigstens den letzten Platz noch abgeben. Ja, aber nicht, wenn ich hier die Mauer küsse. Es ist halt schon kriminell, das Ganze. So, aber jetzt mit DRS, weil er hat kein DRS. Jetzt müssen wir hier dann nochmal rankommen. Ja, halt mit. Echt jetzt? Okay, das war's. Naja, ich muss das riskieren, ganz einfach. Wir hatten. Schon wieder. Wir hatten. Ja, Jeff. Nein. Nein, ich möchte jetzt aber ins Ziel kommen. So. Ich musste das riskieren, weil, ja, jetzt hier letzter zu werden, das ist die schlechteste Option. Da hätten wir die Möglichkeit gehabt, noch ein bisschen nach vorne zu kommen. Hat jetzt halt nicht geklappt. Also werden wir das jetzt hier einfach vernünftig ins Ziel bringen. Jetzt habe ich aber natürlich Kollege Flügel wieder im Eimer. Ja, das heißt, jetzt komme ich noch nicht mehr vernünftig um die Kurve. Ist aber egal, weil wir haben nichts mehr zu verlieren. So, und ich freue mich auf eine Strecke, die ich kenne. Die werde ich definitiv auch anders fahren, das ist ganz klar. Also, es kommt als nächstes dann gleich Holland, weil die kenne ich nämlich auch nicht. Ich hoffe mal, die ist nicht ganz so wild wie die. Ja, und hier ein Flügel kaputt ist halt der Horror. Ich meine, ich könnte jetzt nochmal an die Box, aber ich weiß auch nicht. 5 Runden vor Schluss? Nee. Schenke ich mir. Hier zieht es mich aus, auch komplett raus. Also ich glaube halt nicht, dass ich jetzt so schnell hier fahre, dass ich Russell nochmal einholen kann. Weil der fährt mit Sicherheit besser, ganz einfach. Er kennt die Strecke. Ich fahre hier jedes Mal komplett falsch. Querfeld ein. Ja, im Prinzip habe ich das Ganze falsch angegangen. Oder wie soll ich sagen, ich bin das Ganze irgendwie falsch angegangen. Wenn so eine neue Strecke da ist, dann muss man die tatsächlich zuerst üben, bevor man da irgendwie so ein Rennen fahren kann. Das konnte ich nicht. Ich habe die Zeit dafür leider nicht. Geht nicht. Das hatte ich schon bei F1 2019. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Oder mit dem. Na, ich fahre jetzt ins Ziel, Kollege. Ja, weil das geht so im Prinzip nicht. Wobei, wir sind ein neues Team. Wir bezahlen hier Lehrgeld. Wir sind auf dem letzten Platz. Wir müssen das Auto weiterentwickeln. Von daher ist es ja nicht mal unrealistisch, was wir hier haben.
Das Problem ist halt einfach, es macht mir so keinen Spaß, stelle ich gerade fest. Das ist halt nicht wirklich Formel 1 fahren, das ist ein Gewürge. Ich hoffe jetzt mal, das ist jetzt das erste und einzige Mal. Das erste und einzige Mal, dass ich jetzt hier tatsächlich so ein Chaos habe und mich wirklich nicht wohlfühle. Und ja, dann macht das Ganze dann auch wieder Sinn, wenn ich dann wieder Strecken habe, wo ich mich eben entsprechend wohlfühle. Wo wir vernünftige Rennen fahren können. So, weil das hier, das ist tatsächlich, also das ist so, so kann man sich die Lust an F1 abgewöhnen. Aber das liegt nicht am Spiel, nicht falsch verstehen. Das Spiel ist genial. Das liegt daran, dass man hier, ich sag's nochmal, nicht ein Rennen fahren kann, wenn man die Strecke überhaupt nicht kennt. Und wenn die Strecke halt doch noch einen gewissen Anspruch hat, natürlich. Oder einen gewissen Anspruch an den Fahrer stellt, sagen wir es so. Wir haben, glaube ich, 6 Sekunden Rückstand. Ja, ist okay. Wenigstens ist noch einer ausgeschieden. Dann ist wenigstens doch noch irgendwie einer hinter uns. Wobei, der ist nicht hinter uns. Der ist aber nicht ins Ziel gekommen. Das kann man dann so auch nicht wirklich nehmen. Ja, und eben. Ich weiß jetzt, das klingt wieder nach Ausreden und Ausreden. Aber das ist jetzt keine Ausrede. Es ist aber auch viel zu warm, um F1 aufzunehmen. Muss mal gucken, ob ich da irgendwas ändern kann. Weil das geht so nicht. Ich streame nachher gleich noch. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Aber wenn man dann hier von F1 geschlaucht ist, körperlich wie geistig, dann, ich weiß nicht, ob das noch einen wirklich lustigen, guten Stream gibt. Wir werden sehen. Das müsste man eigentlich nachts aufnehmen. Aber eben, da müsste man auch erstmal dazu kommen. Und was man hier ganz sicher müsste, wäre mit heilen Flügeln fahren. Dann wäre es auch nochmal viel einfacher. Das habe ich vorher gesehen mit roten Reifen und heilen Flügeln. Jetzt habe ich es raus. Ja, geht es halt definitiv auch besser. Weil, seht ihr das? Ich komme hier nicht mehr vernünftig um die Kurve rum. Ja, jetzt sind aber hier auch die Reifen schon wieder. Echt? Ja, jetzt sind die Reifen natürlich auch noch durch und jetzt haben wir den Flügel noch mehr zerdeppert. Jetzt komme ich hier überhaupt nicht mehr um die Kurven. Das ist im Prinzip Standtempo. Ich gebe gar kein Gas mehr, weil ich nicht kann. Wie holen wir den Wagen vor uns ein? Das stimmt ja nicht. Wir sind 9,6 Sekunden. Oder nee, Moment. Ja, was macht denn Russell? Also das kann ja nicht sein, dass wir bei dem Gefahre, was wir hier haben, tatsächlich noch jemanden einholen. Okay. Hey, war dann? So, ich habe das ERS auch immer an. Vor lauter irgendwie hier gar nicht zur Rande zu kommen, kriege ich nicht mal mehr das mit der ERS hin. So, gehen wir wieder raus aus dem ERS. Was haben wir denn noch? Noch 2 Runden. Die werden wir jetzt auch noch hinkriegen, hoffe ich. Ist das eine lange Strecke? Nö, eigentlich nicht. Mit 14 Runden. Entschuldigung. Das dürfte nicht als sehr lang gelten. Es ist natürlich zum Fahren, das ist der Horror. Wenn man überhaupt keine Kurve mehr vernünftig hinkriegt und seinen jedes Mal rauszieht und man dann sogar noch irgendwie wirklich blockierende Reifen braucht, damit man überhaupt vernünftig bremsen kann. So. 2 hier noch. Naja, aber eben, ich habe ja gesagt, das Hauptziel. Oh mein Gott, es ist dermaßen mühsam, sorry. Das hat überhaupt nichts mehr mit Spaß zu tun, tut mir leid. Das war ein Fehler, hier zu fahren. Aber ja, also wenn halt das Spiel natürlich verlangt, dass das nächste Rennen ist, ist es so. Aber diese Strecke muss man erst üben, das ist komplett doof so. Ja, und wir kommen näher ran, hat er mal gesagt. Der holt uns, oder der nimmt uns etwa 4 Sekunden ab. Pro Runde.
Was wollte ich denn jetzt hier noch? Irgendwas wollte ich da noch. Ne, genau, ERS. Wollte ich laden. Und dann machen wir die letzte Runde und dann war's das in Vietnam. Die Strecke ist cool, mir gefällt sie. Vor allem diese Links-Rechts-Kombination. Aber, ich sage halt nochmal, wie um Gottes Willen soll man ein vernünftiges Formel-1-Rennen hinkriegen, wenn man das Setting nicht mal wählen kann, weil man nicht weiß, wie die Strecke so ist. Ich würde jetzt ein anderes Setting wählen. So, Respekt an alle, die das tatsächlich schon raus haben hier, dieses Vietnam-Ding. Da kriege ich sogar Husten vor lauter komischem Fahren. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Das reicht. Oder reicht's nicht? Doch, es reicht. Ist im grünen Bereich. Wow. Im Prinzip hätte ich nochmal an die Box gemusst. Das wäre wahrscheinlich cleverer gewesen. Also so 5 Runden vor Schluss und die Flügel nochmal reparieren. Weil mehr als letzter können wir nicht werden. Letzter sind wir jetzt schon. Wenn wir nochmal an die Box gegangen wären, hätte ich wenigstens den Rest des Rennens nochmal dahingehend ein bisschen genießen können, weil das Auto halbwegs das macht, was ich gerne hätte. Nämlich Kurven vernünftig fahren. Da ist Herr Lewis tatsächlich bereits Rennsieger geworden. Und die haben noch 2 Minuten. Mal gucken, ob wir es noch ins Ziel schaffen oder dann tatsächlich nicht. Na, jetzt komm, Herr Heisenberg, Sie wollen doch jetzt nicht plötzlich husten müssen. Warum denn auch? Das tut doch nicht Not. So, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich war noch nie so froh, wenn ein Rennen vorbei ist wie hier. Das hat jetzt wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht. Verständlicherweise. Naja, so ist wohl das Los eines neuen Piloten oder ein neues Rennfahrers. Man muss halt tatsächlich auch mal sich durchbeißen. Mal gucken, was das für den Rennstall zur Folge hat, was die Sponsoren dazu meinen. Aber das nächste Rennen, hoffe ich, ist dann eins, wo ich die Strecke wieder kenne, wo wir dann vielleicht tatsächlich mal so ein Lucky Punch. Oh, das ist wieder was weggeflogen, das wird teuer. Ja, wo wir halt irgendwie so ein Lucky Punch vielleicht dann hinkriegen, dass wir vielleicht sogar mal Punkte holen und dann geht es dann auch langsam mal aufwärts hier. Hoffe ich zumindest. Ich komme mit normal Lenken nirgends mehr hin. Das geht nicht. So, kürzen wir hier nochmal ein bisschen ab. Hier nochmal massiv runterbremsen. Und gib ihm. So, hier vorne ist Startziel, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl. Zack, einmal über die Ziellinie und ein Elend. Was für ein schlechtes Rennen. Ja, okay. Sehen wir uns. Ich breche das mal alles soweit ab. Oh, Fahrer des Tages. Ja, komisch, wir wurden es nicht. Ich wollte gerade sagen, ich breche das mal alles ab, dass wir es abbrechen können. So, weil wir kennen schon. Haben wir schon gesehen. Ja, zu dem Rennen muss ich nichts mehr sagen. Das habt ihr gesehen. Also das war einfach nur schlecht. Und das war Lehrgeld, was wir bezahlen mussten. Das ist halt wahrscheinlich so, wenn man ein neues Rennen hat. Neuen Rennstall hat. Was ist das hier genau? Sehen wir uns nun die Fahrer. Wir nehmen es aber mal. Nö, interessiert mich nicht. Ich kenne die Tabelle, das ist brauchen wir nicht. Aber jetzt nicht noch. Ja, ich wusste es. Ja, ein toller Tag. Ich habe hier eine völlig rote Birne. Okay. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Nee, ich werde nicht irgendwie eine Abteilung jetzt hier noch anschwärzen. So, jetzt habe ich doch noch jemanden angeschwärzt. Das war dann alles. Okay, weil ich muss unter die Dusche und zwar notfallmäßig. Und neue Kleider haben. Das ist relativ unangenehm gerade hier. Also ich muss vielleicht sagen, es ist, was haben wir denn heute? Donnerstag. Draußen sind 32 Grad hier. Und hier drin, ja, noch ein bisschen wärmer wahrscheinlich. Und da ist tatsächlich Formel 1 spielen. Auf der Strecke, die ich noch überhaupt nicht kannte, nicht so ideal. Gut, wir haben es. Was ist das nächste? Der Grand Prix von China. Okay, den kriegen wir hoffentlich noch hin. Wir haben 2 Millionen an Geld, das heißt, wir können ein bisschen was machen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge definitiv. Gut, ja, ich muss mich vielleicht entschuldigen für die Qualität des Fahrens, aber ihr habt ja gesehen, das hat alles irgendwie seine Logik drin gehabt. Strecke nicht kennen, falsches Setting, Flügel kaputt, also da kommt man einfach nicht mehr auf den grünen Zweig. Das ist halt so. Gut, ich danke euch fürs Zugucken, hoffe, dass euch doch
trotzdem wird noch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.